Lustige Witze in 3, 2, 1, los. Wetten, in einem Kampf würde meine Zunge deine besiegen? Du hast ja gute Anmachsprüche. Ja, ich habe sogar den Verführerschein. Chuck Norris darf hier mit dem Fahrrad fahren. Meine Witze sind wie osteuropäische Zwangsarbeiter, weit hergeholt. Was macht ein Nazi bei der Mathe-Klausur? Die Endlösung berechnen. Ist das normal? Ich sehe nach draußen, überall Schnee und mein erster Gedanke, Russlandfeldzug, das wäre doch mal was. Altes Sprichwort aus China, in jeden Topf passt ein Dackel. Papa, darf ich mit den Nachbarsjuden spielen? Nein, 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 nein! Warum reisen siamesische Zwillinge gerne nach England? Damit auch der andere mal fahren darf. Hamster sterben, wenn sie Sex haben, zumindest der, den ich gefickt habe. Oh mein Gott. Kleine Erna geht zum Vater ins Schlafzimmer. Der hat einen Ständer unter der Decke. Sie? Was ist denn los, Papi? Er? Das ist ein Zirkuszelt. Geh doch mal ins Bad und sag der Mami, dass ich das Zirkuszelt schon aufgebaut habe. Sie soll den Bären mitbringen. Erna rennt zur Mutter. Du, Mami, Papa hat gesagt, das Zirkuszelt ist schon aufgebaut. Du sollst den Bären mitbringen. Die Mutti? Na, dann sag Papa mal, das geht heute nicht. Der Bär hat heute Nasenbluten. Erna rennt wieder zum Vater. Du, Papi, Mama hat gesagt, das geht heute nicht. Der Bär hat Nasenbluten. So ein Mist. Na dann geh nochmal zu Mami und sag ihr, sie soll wenigstens die Vorstellung abblasen. Ein Mann hat sich den Mel Gibson-Film Die Passion Christi angeschaut und ist so begeistert, dass er mit der ganzen Familie nach Israel reist, um die Orte zu besuchen, wo Jesus lebte und starb. Während dieser Zeit stirbt seine Schwiegermutter. Der Bestatter vor Ort erklärte ihm, sie könnten den Leichnam für 10.000 Euro in die Heimat überführen lassen oder aber die Schwiegermutter für 500 Euro vor Ort beerdigen lassen. Der Mann überlegt sich lange und erklärt, sie wird überführt. Sind Sie sicher? Das ist ein verdammt hoher Preis und wir würden hier auch eine wundervolle Trauerfeier abhalten. Daraufhin der Mann, hören Sie, vor 2000 Jahren wurde hier ein Mann beerdigt, der nach 3 Tagen wieder auferstand. Dieses Risiko möchte ich nicht eingehen. Dieser Moment, wenn man alleine an der Bushaltestelle steht und sich denkt, habe ich ihn verpasst? Bin ich zu früh? Geht meine Uhr richtig? Ist heute Feiertag? Dieser Moment, wenn deine Eltern dir damals 10 Minuten länger erlaubt haben, wach zu bleiben und den Film mitzuschauen und du danach 15 Minuten versucht hast, ganz leise zu atmen, damit du nicht auffällst. Dieser Moment, wo du den Schneeschieber mit dem Bauch schiebst, mit der Schaufel hängen bleibst und den Stab voll in den Bauch reinrammst. Lustige Witze gibt es immer freitags um 17 Uhr. Mit einem Daumen hoch würdest du mich grandios unterstützen. Wenn du gerade neu hier bist, abonnier doch meinen scheiß Kanal. Bis nächste Woche.